Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Mein heutiger Talkgast hat ein Thema mit dem Jammern. Danny Need ist Autor und TV-Moderator. Er hat dem Jammern den Kampf angesagt. Wie? Das verrät er in der nächsten Woche im Rahmen der Rottweiler Denkanstöße. Exklusiv für euch habe ich ihn zu mir als Talkgast eingeladen. Hallo Danny Need, herzlich willkommen in meiner Sendung. Hallo Tanja, ja, ich freue mich auch. Schön, bei dir zu Gast zu sein. Damit sich unsere Hörer ein Bild machen können, wer ist Danny Need in 20 Sekunden? Danny Need ist ein 62-jähriger Schweizer und, wie meine Frau mich mal genannt hat, ein pathetischer Optimist. Seit ich Kind bin, geht's mir gut. Ich sehe in so vielen Sachen das Positive, da kann ich irgendwie gar nichts dafür. Und für den Rest, da kann ich was dafür und daran habe ich gearbeitet. Ich habe ein buntes Leben hinter mir und hoffentlich noch ganz viele Jahre auch vor mir. Jeder hat ja so seine eigene Definition von Jammern. Was bedeutet für Sie Jammern? Jammern bedeutet für mich sinnloses Verhalten. Jammern kostet Geld, Jammern macht einsam, Jammern macht krank, also Jammern lohnt sich einfach nicht. Jammern ist per Definition das Imitieren von echtem Klagen, also wirklich nichts Echtes. Wer jammert, könnte etwas ändern, will es aber nicht. Danny Need, was überhaupt sind denn Denkmuster? Unsere Sinneskanäle nehmen Milliarden von Impulsen pro Sekunde auf. Ein absolutes Chaos wäre es da draußen, oder so würden wir es erfahren, wenn wir nicht diese Impulse in gewisse Schubladen stecken können, Klischees produzieren und so weiter, die uns dann später dabei helfen, schneller zu agieren und künftige Situationen besser einzuschätzen. Und woran erkennen wir typische Jammerdenkmuster? Typische Jammerdenkmuster, das sind zum Teil selbstzerstörerische Limits, die sich manche Menschen selber setzen. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht, das werde ich nie lernen. Wenn ich das sage, werden mich alle hassen. Das war schon immer so. Wir hören es in der Rhetorik vor allem in der Form der Generalisierungen. Ich zitiere Ihre Internetseite. Flennen und Lamentieren schaden der Gesundheit, machen einsam und kosten letztendlich viel Geld. Ja genau, das sind die drei Hauptgründe. Erstens macht es einsam, weil wer will schon mit einem Jammerlappen zusammen sein, diesen permanent negativen Menschen? Zweitens, wir schütten Cortisol aus, wenn wir uns nur auf das Negative fokussieren. Cortisolspiegel, ein Überhöhter, führt zu Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Konzentrationsschwierigkeiten etc. Und drittens kostet es enorm viel Geld, weil wir mit Jammern nichts erreichen, anstatt dass wir handeln würden. Danny Need, in Ihrem Buch Jammern gefährdet Ihre Gesundheit haben Sie ein 7-Tage-Entwöhnungsprogramm beschrieben. Was hat's denn damit auf sich? Nun ja, beim 7-Tage-Plan kann es sich auch um 7 Wochen, 7 Monate oder 7 Jahre handeln. Hauptsache ist, man geht's an. Ja, es geht vor allem darum, dass man das eigene Jammerhalten mal reflektiert, Verantwortung fürs Tun übernimmt, vielleicht die Sprache ändert, aus dem Müssen rausgeht, mehr ins Wollen und ins Können. Wie man mit Energie umgeht, was Lächeln bringt beispielsweise, wie man Emotionen steuern kann und auch wie man sich entgiften kann, also selber vom ganzen Jammergedönse und notabene vielleicht auch von Menschen im näheren Umfeld. Gibt es so etwas wie eine Lieblingstechnik, also so eine Übung gegen das Jammern, gegen die Energiekiller? Ja, also meine Lieblingstechnik, ganz eindeutig das Reframing, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, den Gewinn des Verlusts zu suchen. Ich war mit meiner Frau vor ein paar Jahren in Tel Aviv. Wir haben schönes Wetter erwartet, deshalb flogen wir da runter und dann hat es nur geregnet 4 Tage. Ja, jetzt kann man natürlich entweder jammern oder man kann sagen, was für Vorteile bringt schlechtes Wetter. Und ich kann es Ihnen sagen, wir haben praktisch jedes Museum in Tel Aviv gesehen und das war der Hammer. Lieber Danny Need, das eine ist ja, sich selbst in seinem Jammermodus zu entlarven und durch die eigenen Denkmuster so zu ändern, dass wir in eine positive Haltung hineinkommen. Was haben Sie denn für einen Tipp im Umgang mit Jammerern? Also was kann ich tun, wenn ich nicht gerade psychologisch geschult bin? Was Jammerer ja wirklich nicht wollen und nicht brauchen können, sind pragmatische Lösungen. Also, wenn zum Beispiel jemand sagt, immer wenn ich in die Ferien fahre, dann regnet's, ist die Lösung, fahr halt nicht in die Ferien. Tja, so einfach ist das. Oder geh an einen Ort in Arizona, da gibt's einen, da regnet's nie. Vielleicht wäre das eine Lösung, aber wir werden's feststellen, das wollen die nicht.
Zum Schluss schaue ich immer gerne mal hinter die Kulissen. Wen würden Sie in Ihrem Leben gerne mal persönlich treffen, egal ob Jammerer oder nicht? Und welche Frage würden Sie dieser Person dann stellen? Ach, da gibt es so viele Menschen, die ich gerne einmal treffen würde, um Ihnen auch Fragen zu stellen. Eine Person hat einen speziellen Stellenwert in meinem Leben. Das ist Buzz Aldrin von der Apollo 11, der zweite Mann auf dem Mond. Dank einem Film für Willy Bogner, wo wir uns kennengelernt haben, durfte ich 2 Tage neben ihm stehen und sitzen und auch mit ihm reden. Und ich habe ihm für mich eine der zentralsten Fragen überhaupt gestellt. Wie war es für dich, nicht als erster Mensch auf dem Mond zu stehen? Danke, lieber Daninit, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Na, ich habe zu danken. Das war Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.